Wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger und der Stereo Trader ist auch dabei. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind und dass natürlich Dirk auch wieder die Zeit gefunden hat, mit uns hier die Veranstaltung zu machen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von der FXZ und wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute, also ob der Dirk einen Trade macht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist wichtig. So, dann kriegst du auch hier direkt die erste Frage, Dirk. Bulle oder Bär heute? Und somit kriegst du den Bildschirm. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß. Krokodil. Heute ist Krokodiltag. Gibt es eigentlich für seitwärts, gibt es da irgendwie ein Tier? Jetzt hast du die einmalige Chance, jetzt Achso. branchenweit zu bestimmen, wie das heißen soll. Ratte. Ich wäre für Ratte. Die laufen, welches läuft denn seitwärts? Müssen wir mal irgendwie rausfinden. Gibt es ein Tier, das seitwärts läuft? Wahrscheinlich nicht, aber eine Ratte zumindest ist schwer zu Seitwärts kriegen. Krebs, oder? Läuft er nicht Hase, so ein bisschen seitlich? ja, aber Hase, der, ja genau, Krebse laufen, aber ist ja langweilig. Und das ist langsam, aber so ein Hase, der ist ja wenigstens schnell, es geht ja auch schnell seitwärts. Das ist ja auch noch eine Variante, die man durchaus im Markt findet. So, gucke ich mal, ob die Kamera funktioniert, aber ich glaube, das sieht gut aus. Lass mal wieder gerade hinsetzen. Ich rutsche immer so tief. So, muss ich hier ein bisschen anständig aussehen. So, dann sage ich an der Stelle mal Hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP Live Trading mit unserem Starkandidaten Nelson Cardoso Neto von FX Flat, der uns heute hier erfolgreich durch das Programm moderieren wird und der jetzt auch gerade ganz sprachlos ist und wahrscheinlich drauf gespannt ist, was als nächstes für eine Frechheit kommt. Aber ich werde mich zurückhalten. Nelson, erstmal. Und was du vorhin gesagt hast, so, dass ich wieder die Zeit gefunden habe, als hätte ich sie jemals nicht gefunden. Ich glaube, ich habe ein einziges NFP-Webinar in 5 Jahren, glaube ich, mal abgesagt. Und das war auch nur krankheitsbedingt, weil ich nicht sitzen konnte. Also, glaube ich, ziemlich gutes Argument oder eine ziemlich gute Ausrede, weil einen Stehtisch habe ich halt nicht. Und von daher musste ich es ein einziges Mal absagen. Aber ansonsten mache ich das ja natürlich auch super gerne. Und freue mich auch, wenn das hier immer so schön zahlreich besucht ist und ich hier nicht alleine bin. So, wie der Nelson auch gerade schon gesagt hat, immer ganz wichtig, ja, das ist nicht nur eine Floskel, weil in meinen Live-Trading-Webinaren mache ich ja auch fast immer Live-Trades und ich meine, grundsätzlich ist es so, ne, nur weil es Live-Trading heißt, muss es ja nicht unbedingt eins werden. Ich kann es ja nicht erzwingen. Ich muss ja schon irgendwie ein Kriterium finden, wo ich sage, da bin ich jetzt dabei, aber heißt trotzdem, bitte nicht einfach nachmachen. Und weil das alles keine Empfehlung sein kann. Wer es nicht lassen kann, der sollte sich dann auch das insofern antun, dass er dann immer dabei ist. Und ich weiß nicht, ob hier der eine oder andere tatsächlich schon seit Jahren dabei ist. Also ein paar auf jeden Fall. Ob von Anfang an, weiß ich natürlich auf keinen Fall. Aber ihr könnt gerne auch euer Feedback wie immer hier reinschreiben. Und ich freue mich auch, wenn ich was zu lesen kriege und ich nicht immer nur im Monolog vor mich hin daddle und brabbele, weil das kann ja auch mal ein bisschen langweilig werden. So, auch die Neuankömmlinge, auch herzlich willkommen an der Stelle. Würde mich auch freuen, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleiben würdet. Ich weiß nicht, was es wird. Also es wird auch nicht zwangsläufig so sein, dass wir hier eine Stunde unbedingt durchhalten. Einfach mal gucken, was der Markt macht. Und wenn es passt, dann passt es. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. So. Genug des Vorgeplänkel. Ich gehe da mal rüber auf den Schirm und dann gucken wir uns das mal zusammen an. Ich bin halt tatsächlich auch immer so ein bisschen, ich versuche immer so ein bisschen unvoreingenommen hier rein zu kommen und nicht mit zu viel Vorbereitung, weil das irgendwie auch, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, wenn man so irgendwie auch mal laut denkt oder vielleicht auch den anderen, ein oder anderen, der irgendwie dann gerne irgendwie nachvollziehen will, warum, weshalb. Wieso? Ich meine, generell habe ich ja den Blog und viele, die hier dabei sind, wissen das auch mit Sicherheit. Muss ich ein bisschen links rüberrutschen, wissen das auch bestimmt. Und das ist generell meine Orientierung und hier wie immer passend vom Blog abgeleitet, beziehungsweise ist ja auch die Grundlage. Hier einmal den DAX auf der linken Seite,
und den DAO auf der anderen Seite, beides im Daily. So, jetzt habe ich natürlich wieder nicht geguckt, ob das Ding hier dabei ist. Nee, wäre es tatsächlich nicht gewesen. So, weil da brauche ich nämlich meine Lupe bzw. meinen Spotlight, falls ich da was erklären muss. So, was wollen wir machen? Was meint ihr, DAX oder DAO? Ihr könnt es gerne mal hier reinschreiben, wirklich. Also, weil ich bin tatsächlich ein bisschen unentschlossen, weil die beide eigentlich gleich hängen, gleich exakt. Der DAX ist tatsächlich heute schon ein bisschen besser gelaufen als der DAO, beide aber nicht minder genau. Oh, sehr gemischt, halt, krass. Bitte was? Ist sehr gemischt, sage ich. Ja. DAO, 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 DAX, 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 DAX. Das ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen. Ne? Wir gucken einfach mal, ich würde sagen, wir gucken mal aufs Bild. Ich versuche das mal irgendwie beide erstmal hier in der übergeordneten Sicht mal kurz abzufrühstücken. Also mein Ansatz ist ja natürlich immer der Inhalt, egal, letzten Endes wird jeder, der den Markt bewegt, seinen Grund haben, seinen eigenen Grund, den Markt in eine bestimmte Richtung halt abzufangen, zu bewegen oder was auch immer. Und das hat selten was mit Logik zu tun. So, fangen wir mal kurz im DAX an. Also hier 14.599. Ja, wir kommen hier unten aus einer Korrektur raus. Die war, was heißt aus einer Korrektur? Stopp, eigentlich sind wir hier immer noch übergeordnet short unterwegs. So, und was wir halt gerade gemacht haben, ist, wir kommen halt hier von dem Dip darauf bis hierhin und da die 13.337, das war eine 61er Korrektur. Das brauche ich nicht nachzumessen. Das habe ich, glaube ich, wieder im letzten Webinar gemacht oder also im letzten NFP oder in einem anderen Live-Trading-Webinar. Ja, kommt auf jeden Fall. Es ist ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Es sind irgendwie 5, 6, die DAX wollen und der Rest eigentlich dann doch mehr. Ah, leicht Überhang für DAO. Ja, leichter Überhang für DAO. Also das heißt, was wir hier gemacht haben, ist halt einfach nur, ne, eine Korrektur da unten 61, die hat wunderbar zur 13.337 gepasst. Dann ist es auch legitim, warum der Markt dann erstmal wieder sich nach oben versucht, weil klar, natürlich geht es ja immer darum, irgendwelche Trends kaputt zu machen. Der wäre aber natürlich erst kaputt, ja, in der übergeordneten Bewegung. Das Ding ja nochmal weg. Ich finde den Löschknopf nicht. Bin ich blind? Oder zeigt er mir den hier? Ah, da ist er. So, das heißt, kaputt wäre er erst, wenn wir hier drüber laufen würden. Ist natürlich grün, darf es nicht sein. Es wird aber gleich von selbst rot. Vermute ich mal. Wenn nicht, muss ich kurz nachhelfen. Das müsste eigentlich aber auch so gehen. So, das heißt, hier oben an der Stelle, wo das letzte hoch war, dort wäre natürlich dann halt die Bewegung an sich dann doch recht deutlich in Gefahr. Ne? Das heißt also, wenn man das halt hier dann halt so dahin, da ist natürlich noch ein Stück bis dahin, ist klar, da müsste der natürlich auch drüber. Und aber generell passt das so vom Bild hier. Hier war einfach nur ein Spike hoch. Kann ich ja auch mal irgendwie kurz, ne? Also hier dieses Spike hoch, das haben wir dann auch vorgestern bzw. diese Woche relativ genau angelaufen, gestern nochmal, heute nochmal versucht drüber zu kommen und nochmal abgeprallt. So, das heißt, hier ist so ein bisschen ja die Frage, setzt es jetzt nach oben durch oder bricht er nach unten weg? Ja, kann man natürlich jetzt sagen, ja, 50-50 kann ich auch. Mehr ist es aber im Endeffekt halt nicht. Man muss sich dann halt einfach angucken, welche Tendenz entwickelt das Ganze. Das heißt also, wir hätten hier Platz bis zur 14.321. Ich hoffe, das ist nicht allzu klein jetzt hier. Bis zur 14.321. Das sind halt nochmal irgendwie 170 Punkte runter. Das ist natürlich jetzt nicht gerade wenig. Ja, ich mache es mal ein bisschen größer, damit man hier doch zumindest versteht, was ich meine. Ne? Also hier müsste er dann drunter, um dann halt hier das, was wir da als Aufwärtsbewegung haben, dann auch erstmal wieder halt zu killen und müsste dann halt von dort aus dann auch hier drunter. So, ne? Das heißt aber, der nächste Punkt, der interessant ist, ist erst die 14.321 oder eben über der Eröffnung von heute über die 14.599. So, im DAO, ich versuche hier gerade so ein bisschen mitzulesen, parallel, aber ihr haltet euch ja gerade ein bisschen zurück. Es passt jetzt auch gerade ganz gut. So, im DAO hatte ich halt eine grüne, eine rote Zone. Das ist halt alles nicht neu. Das ist nicht von heute. Das ist die ganzen Tage schon da. Da habe ich auch im Blog geschrieben, auch bevor es natürlich dann kam. Ich sage, ich will einmal runter hier in die grüne Abteilung.
und am liebsten sogar noch eine Etage tiefer, hier auf die 12, die 32191, 12 hier ein bisschen tief. So, das hat er aber gestern ausgelassen. Es gab halt dann zwar hier nochmal irgendwie ein neues Tief an der Stelle, gegenüber dem Mittwoch ist aber dann halt direkt nach oben getreten, nochmal hier in die rote Zone und da klemmt es jetzt gerade schon wieder. Im Blog habe ich geschrieben, sieht nach Attacke aus, tut es für meine Begriffe auch. Heißt aber natürlich nicht, dass es sofort darauf rennt, weil es ist nun mal halt hier einfach ein Widerstandsbereich, den er hier gerade relativ sauber angelaufen ist. Was man aber im DAU halt ganz klar sieht, ist natürlich, dass diese Abwärtsbewegung, die wir hier haben, die vor 14 Tagen ungefähr, die hier halt relativ deutlich war, die ist halt zurückgekauft worden und dann hier einmal nochmal von oben bestätigt. Also ganz klassisch eigentlich nach dem Prinzip immer, was vorher Widerstand war, wird nachher zum Support und umgekehrt, also die Wirkungsumkehr. Trotzdem hätte er hier ein bisschen tiefer reingekonnt, aber dann hätte er auch in einem Dip, also das Ganze im Dip machen müssen und dann direkt wieder hier oben enden, dann wäre es schöner gewesen. So, das heißt, wir haben aber nichtsdestotrotz, weil wir hier jetzt halt eben hängen, immer noch Luft nach unten. Ja, hier ist auch nochmal ein SMA 20 drin, den ich jetzt auch nicht unbedingt so schlecht finden würde, den mal von oben zu sehen. Aber ob das dann heute kommt, das steht dann wirklich auf einem anderen Blatt. Aber hier so unten in dem Bereich von der gestrigen Eröffnung, ja, das ist dann halt hier, ich gleich mal einzeichnen, von der gestrigen Eröffnung, da dürften wir dann eigentlich schon mal hin, finde ich, ne? Also die 32.800, da sind wir kurz 300 Punkte runter, die hätte er schon noch an Luft. Ja, also das klingt jetzt alles irgendwie so, dass, als ob ich da runter will. Das ist aber eigentlich gar nicht wahr. Sondern ich gucke ja nur irgendwie, wo kann der Markt sich noch hindrücken lassen, bevor es halt nochmal eine Reaktion gibt. Und dann ist dieses ganze Segment hier, ne, inklusive meiner einzigen Diagonalen, die passt halt hier wieder wunderbar rein. Also irgendwo alles zwischen 32.800 und 32.900 wäre dann auch erstmal potenziell Support. Wie weit das dann reicht, das steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das wäre halt zuerst mal das, was ich halt wirklich für durchaus denkbar halte. Ich gebe das mal hier kurz auch nochmal rein in den Daily, also die 32.800. So, und dann gucken wir mal auf der Stunde, wie das Ganze da aussieht. Beziehungsweise da würde ich jetzt eigentlich am besten rübergehen in das andere Bild. Eine Sekunde, schalten wir hier ganz kurz um. Müssen wir hier zwei Fenster zur Seite schieben. So, 2 Minuten haben wir noch. So, da bin ich wieder. So, hier der DAX, beziehungsweise hier erstmal auf den DAU und dann auch nochmal drauf. So, hier habe ich jetzt halt auch den Flux drin, der mir halt die Trends dann ja auch automatisch anzeigt. Ist natürlich jetzt alles so ein bisschen sehr knapp vom Timing her. Ich habe vorhin ein bisschen zu weit ausgeholt, würde ich mal sagen. Ja, aber grundsätzlich, okay. Das heißt, also wir sind hier, machen wir den auch mal an. Hier bin ich auf 2 Minuten. Also 5 Minuten ist neutral, 15 Minuten ist short. Hier sind wir ebenfalls auf 2 Minuten neutral und in der Stunde sind wir long. So, das heißt, müsst ihr jetzt mal aufpassen, welche Richtung es zuerst geht und dann halt versuchen sich da beziehungsweise welcher Trend zur ersten Gefahr ist und dann halt versuchen, da irgendwie da drauf zu kommen. Das wäre halt so der Ansatz. So, ich muss hier mal kurz ein bisschen weniger reden, bevor ich nachher irgendwas vergurke hier, was mich dann später wieder ärgert. So, H1 ist alles ein bisschen klein. So, das heißt, der müsste ja, um wirklich long raus zu können, müsste hier die Stunde von davor und den 20er hier, den wir jetzt von unten sehen, auch eliminieren. Wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Da war die 114, die war jetzt hier gerade natürlich sehr sauber. Aber das war zu schnell. So, die Zahlen sind draußen. Mal kurz warten. Die erste Bewegung gefällt mir gerade nicht so wirklich. Naja, er drückt sich nach oben. Ich würde jetzt. Warum stehen die Kurse still?
Mach da meine Plattform mal auf. Ah, jetzt geht's weiter, ja. War kurz irgendwie Verbindungsproblemchen. Aber gut, war jetzt innerhalb einer Minute, von daher fehlt jetzt nichts. So, das heißt, er drückt hier hoch, das ist soweit okay. Jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen Orientierung finden. Na, da habe ich ja gesagt, hier im H1, da unten sieht man es, ist vielleicht ein bisschen klein, aber da kommen wir halt in den Bereich von dem 20er. Das könnte sein, dass es nicht ganz einfach wird. Ja, ich gehe mal hier einen Timeframe runter. Ich wäre eigentlich tatsächlich eher ein Fan davon, zu versuchen, das Ding im Rücklauf nochmal irgendwie einzutüten. Also falls wir jetzt irgendwie nochmal neues High machen und eher dann versuchen, den halt auf der Oberseite abzuschießen, weil ich kann mir nur schwer vorstellen, wie das hier halten soll. Ja, weil wir halt hier auch, da sind wir, das sieht so ein bisschen unordentlich aus hier bei mir, stelle ich gerade fest. Also, da oben ist das letzte High in 5 Minuten, 182, da sind wir jetzt einmal genau dran gedippt. Da müsste er raus, um den M5 zu knacken. Nicht einfach. Das gleiche hier im M15. Von daher würde ich mal gucken, falls die nächste Minute, ob man den nicht jetzt hier oben irgendwo nochmal eintüten kann. Bitte nicht nachmachen, ja. Einen kleinen Rücklauf und ob wir dann nicht doch eher runterkommen. Und dann halt nach unten auf den letzten Drücker quasi abhauen. Das wäre halt so der Ansatz, den ich versuchen würde, weil er hier oben ja nun mal halt doch in deutliche Widerstände reinläuft. Ich werde auch den Stop nicht zu eng machen, ne? Wie immer. Lieber halt irgendwie mal kurz warten und dann halt irgendwie gucken, ob wir das Ding eventuell auch skalieren können. Aber halt auch nichtsdestotrotz auch nicht übertreiben, auch klar, ne? So, B safe 150 ist ein bisschen sportlich. Ne, weil im Endeffekt geht es ja wie immer darum, halt, bewegt er sich wirklich so langsam? Das macht mir gerade so ein bisschen Angst. Nichtsdestotrotz geht es ja dann doch immer darum, beziehungsweise ist es halt eben sehr oft so, dass er halt auf den letzten Drücker dann halt irgendwo die Geschichte auflöst. Und das wäre halt hier jetzt erstmal der M5 und dann im nächsten Schritt halt der M510, ne, der es dann halt machen müsste. Trotzdem muss aber jetzt dann halt hier ein bisschen in die Pötte kommen. Weil der ist schon eigentlich nicht mehr, also den würde ich, wenn dann hier oben skalieren, wenn überhaupt, ja. Wenn das so zäh ist, ist das irgendwie nicht so wirklich gut. Ja, er könnte noch hier an die 200 dran, also einmal halt hier auch. Ich gebe dir mal ein bisschen Luft hier oben, aber ich, ne, hier sehen wir auch im Volumen hier so ein, da ist ein kleines Loch hier dazwischen. Hier haben wir zwei Spikes. Es könnte schon sein, dass er da nochmal irgendwie kurz rein will, wo es dann halt ein bisschen, ich liege hier. Ich war doch erst duschen gestern. Genau, ne? Also falls er halt irgendwie da hochkommt, weil hier, zack, haben wir jetzt gerade so ein bisschen am Point mit der Nacht. Ja. Ich habe hier eine Fliege, die fliegt mir um die Nase rum. Jetzt zackern wir hier nur am Point of Control rum. Ne? Das ist natürlich ein bisschen speziell und vor allen Dingen halt wahnsinnig langsam gerade. Ne? Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Weil der nächste größere Volumenpunkt ist, Spike ist halt hier und einer halt da drüber. Ne? Deswegen sage ich halt, wenn man das macht und skaliert, dann halt wirklich muss man halt gucken, wo. Ne? Also auch hier mit irgendwie kleinstes Positionchen. Und da drin. Und damit man halt irgendwie da halt dann irgendwo rauskommt. Ne? So, mal gucken. Also, wie löst er jetzt hier auf? Also, wenn der M5 so steht, wird es wahrscheinlich noch einen danach geben, der jetzt auch nochmal irgendwie kurz höher will. Von daher würde das sogar passen. Ne, kann sein. Aber ich würde den hier echt super eng absichern. Ich habe hier Verbindungsprobleme, kann das sein? Ja, mein Server oder so, keine Ahnung. Ja. So, einfach mal hinterher. Das ist, ich glaube nicht, dass der weit kommt, ne? Also ich nehme jetzt hier die paar Punkte mit.
Irgendwie 16 Punkte. Der Markt ist mir zu langsam. Es ist wirklich zu langsam. Aber es passt halt hier vom Bild her. Sagen, bewegen sich bei euch die Kerzen auch so wie bei mir, so zäh oder? Weil irgendwie sieht es ganz komisch aus hier bei mir gerade. So, hier ist jetzt die Stelle, wo man dann aufpassen muss, ne? Weil das immer genau an der Eröffnung eben von den NFPs auch hier, die kann man ja mal kurz irgendwie einzeichnen. Ne? Das heißt, genau hier ging die ganze Geschichte los. Da würde ich jetzt, spätestens da hätte ich eigentlich schon vorher, kurz vorher rausgucken müssen. Aber egal. 16 Punkte sind 16 Punkte. Und dann vielleicht mal irgendwie warten, bis nochmal irgendwie 5 Minuten um sind. Aber, also was ich vorhin meinte, ist halt, ne, der erstgrößere ist halt der M5. So, der steht jetzt halt hier irgendwie rum, kam nur bis an die Grenze, war nichts. Der nächste ist natürlich der M15. So, der ist auch im Shorttrend unterwegs. Von daher würde es zu dem auf jeden Fall passen, wenn der einmal nach unten rausklatscht. Ja. Das wäre schon in Ordnung. So, aber der hat aber noch Zeit. Ne? Deswegen hier die Stelle, ist jetzt nicht so unbedingt mein Favorite, um da, dort irgendwo einzusteigen. Dann lieber eine Etage höher, irgendwo gucken, wo hier oben war im M1. Ne? Also hier die letzte Aufwärtsbewegung, vielleicht da irgendwo rein. Vielleicht gibt es da nochmal einen Rücklauf. Zumindest, falls er da hochkommt, sollte es eigentlich nochmal eine Reaktion geben. Aber jetzt mal rein von der Price Action her, ne? Wir stehen hier einfach nur, wenn man jetzt die NFPs mal vergisst, dann haben wir hier eine relativ lange Aufwärtsbewegung und an deren Anfang stehen wir und dort versucht der Markt jetzt nochmal aufzunehmen. So, gelingt das nicht, dann kommt der M15 zum Tragen, läuft einfach nur im Trend weiter und würde bedeuten, der kann natürlich auch hier ganz stressfrei ein neues Low machen. Der muss ja einfach nur im Trend weiterlaufen. Mehr muss der gar nicht machen. Dagegen spricht jetzt nur gerade der M5. Ne, der hat hier bei der 33.044 da unten, das ist halt einfach nur ein ewiges Hin und Her hier gerade. Deswegen sieht das so ein bisschen unordentlich aus. Hier sieht ja aus wie, keine Ahnung, Tonwellenform hier. Ein Sägezahn. Das heißt, 33.044, dort wäre die Grenze vom M5. Das wäre so in dem Bereich hier, 044, ne, da unten, da wo der Spike halt dann eben auch ist, logischerweise. So, und dazwischen, das heißt, wenn er da nochmal runterkommt, jetzt, dann könnte das relativ schnell zumindest bis da unten hingehen. Ne, mit einem neuen Tief hier im M1, das könnte schon reichen. Aber am besten trotzdem erst, ich mache den trotzdem nochmal kurz weg, erst um 40. Ne, also wenn der M5 fertig wird. Vielleicht ein Fehler, aber oft typisch, das auf den letzten Drücker kommt. Ja, wir sehen mal, bis jetzt wäre es sauber durchgelaufen. Hier war der Short. Aber ja, macht noch ein bisschen hin und her. Ja, aber hier für so ein paar Punkte hätte es halt wieder gereicht. Ja, doch sauberer und schneller, als ich dachte, wie man sieht. Ich hätte den tatsächlich vielleicht riskieren können, aber okay. Ja, zumindest das macht von der Richtung jetzt, aber was der jetzt macht, hat absolut Sinn einfach, ne? Weil wir kommen jetzt auch zum Ende der 15 Minuten hier hin. Das heißt, die soll im Trend einfach nur hier in Rot, wie es halt sowieso gerade schon ist, weiterlaufen und die kann problemlos ein neues Tief machen. So, der M5 ist dann auch relativ schnell kaputt. Verdammt, ich hätte den lassen sollen. Guck dir das mal an. Das wären schon fast 50 Punkte wieder gewesen. Aber hier wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen Reaktion. Einmal hier kurz darunter und dann vielleicht gibt es ja noch mal einen rückwärts. Vielleicht kommt noch mal. Wir werden sehen. So, hier ist die 33.030, die auch aus dem Daily kommt. Die ist natürlich nicht ganz irrelevant. Aber der Markt, irgendwie, die Bewegungen sind abenteuerlich. So, noch alle da? Ja. Du bist auch noch da. Ja. Ich gucke nochmal gerade hier drüber. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, es sieht aus, als würde da irgendwie Kurse verzögern reinkommen. Ich weiß es nicht. I don't know. Da schreibt tatsächlich einer, ob das ein Live-Konto ist oder ein Demo-Konto. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Demo-Konto in einem Webinar gehandelt, das nur am Rande. Also,
Ich hätte jetzt fast gesagt, es spielt keine Rolle. Ja und nein, ne? Also fürs Gefühl, finde ich, spielt es schon eine Rolle. Für das, was man im Webinar macht, eigentlich nicht. Weil im Endeffekt, was keine Rolle spielt, ist, ob ich dann halt hier irgendwie 100 € plus oder minus mache. Was aber eine Rolle schon spielt, finde ich immer, dass das, was ich sage, dass ich das ja auch umgesetzt kriege. Das ist ja eigentlich das Entscheidende immer, ne? Dass ich halt, ja, es geht ja nicht darum, hier irgendwie im Nachhinein irgendwas zu erklären, sondern es geht ja darum, im Vorfeld zu beschreiben, was der Markt machen könnte und wie man dann damit umgeht. Und das dann halt unter Beweis zu stellen. Ne? Das finde ich halt wesentlich relevanter, ob es jetzt irgendwie live oder Demo ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Live. Aber das nur am Rande. Also ich hätte persönlich eigentlich gar keine Schmerzen damit, auch im Demo sowas zu machen. So, was sagt er? Die Verzögerung ist überall. Okay. So, hier die 33. Ne? Da gab es jetzt halt hier ein bisschen Druck auf der Pipeline. Aber das so richtig schön ist das noch nicht hier. Ich würde schon gerne da reinkommen, ne? Und einmal halt hier in dem Trend ein Stück weit mit nach unten laufen. Der hier wäre es halt leider gewesen, ne? Da oben wohl halt da die 082. Die wäre schon ganz schön gut gewesen. Naja. So ist es halt. Hätte Fahrradkette, ne? Das ist halt manchmal so. Hat es einer gemacht? Da oben geschortet? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ich freue mich ja, wenn andere das genauso sehen und dann halt einfach machen und nicht so lange überlegen. Ja, 49 Punkte, guck mal, schön. Und dann der Lutz auch noch. Ja, das ist doch nice. Ja, das passt, das macht halt Sinn, ne? Ich habe halt immer nur so ein bisschen Schmerzen damit, hier im Webinar immer gleichzeitig alles zu erklären, dann irgendwie noch Technik dann irgendwie im Auge zu behalten und dann noch die Position. Und deswegen bin ich da manchmal bisschen zu langsam. Ne? Ideen dann gut und ja, aber ich glaube, es gab schon so viele Webinare, wo ich dann gesagt habe, ich habe es gerade meine eigene Erklärung verpennt. Passiert halt. Ne? Ist ja nicht schlimm. Werner, auch 16 Punkte, ja, schön. Das ist doch gut, das war einfach. Also, ne, beziehungsweise, das heißt einfach. Das war sauber, sagen wir es mal lieber so. Das war schon in Ordnung, das so zu machen. Ich hätte halt schon gedacht, dass wir hier nochmal ein bisschen Reaktion kriegen, auch wenn hier der Trend eigentlich schon kaputt war. Aber trotzdem ist das durchaus, wäre das legitim gewesen. So, hier unten haben wir jetzt eigentlich relativ nichts mehr. Kaum gesagt, drückt er schon wieder da unten rum. Ne, das ist also auch hier im 15, wenn der jetzt hier auflöst. Lass es mal irgendwie. Ich mach's mal kurz rein, theoretisch. Komm, ich muss jetzt hier nicht mich verkrampfen. Also, ne, wenn man sich den jetzt mal anguckt, hier im M15, da ist eigentlich so mehr oder weniger gar nichts jetzt erstmal. Hier ist die nächste Biege, die wir halt hier sehen. Ja, ist dann halt hier halt auch, war ja dann auch Widerstand, wo hier dagegen gelaufen ist, drüber. Und genau da, ich hoffe, man kann das erkennen, genau da an der 958-960, dort ist die nächste Biege. Dort müsste der auch relativ einfach jetzt runterkommen. Das heißt also gleich nochmal 50 Punkte irgendwo draufsetzen. Das müsste eigentlich funktionieren. Am liebsten natürlich dann auch mit einem Impuls. Also wenn hier jetzt nochmal irgendwie ein neues Tief hinterherkommt oder ein kleiner Rücklauf, wäre das so mein Kandidat. Ich würde aber trotzdem natürlich versuchen, gerne versuchen, im Rücklauf nochmal irgendwo reinzukommen. Also hier an diesem Spike ist natürlich der absolute Kandidat, weil das war ja halt eben vorhin ein Support. Falls wir den nochmal schaffen, wäre das natürlich nett. Also hier genau an dem Low das nochmal von unten, so ein Punkt, dass es nicht zu schnell geht, beziehungsweise zu schnell wäre eigentlich gut, weil dann zieht die Limit Pullback, würde halt hier ihren Dienst verrichten. Das wäre dann schon okay. So, die 45 ist voll, ne, also die 15-Minuten-Kerze. Und falls sie jetzt zurückzieht und nicht sofort runter, dann könnte das. Also ohne neues Tief, ne? Sondern erstmal Anlauf holen und dann könnte ein neues Tief anschließend relativ sauber und einfach kommen. Jetzt bitte nicht hier abhauen. So, das heißt also auch der Bereich hier auch nochmal in Richtung der Eröffnung von den NFPs, die hier oben gewesen ist, die mache ich mal
Irgendwie eine andere Farbe. Was geben wir dem denn da so? Ah, hier sowas ganz Hässliches. Das kann man da nicht übersehen. So, so in die Richtung, das wäre natürlich auch nice. Also hier haben wir halt auch die Value Area, das heißt 70% dessen, was heute gehandelt wurde. Das ist ja halt hier der Future im Hintergrund, im Vordergrund CFD, aber das Volumen, auch das Orderbuch und so weiter ist natürlich vom Future, was ja bei FXLet ganz wunderbar funktioniert, dass man das kombinieren kann und dann natürlich auch skalieren kann, wie man halt Lust hat. So, mal gucken, aber ich denke mal, der kommt ein bisschen höher hier. So, oben 60. Mal hier schon so Richtung der Value Area mich orientieren und den vielleicht auch eher noch mal ein bisschen höher Richtung von der News eröffnen. Aber das ist hier, da haben wir echt schon ein schöneres gesehen, ne? Muss ich mal so sagen. Also das hier könnte jetzt natürlich auch im Daily betrachtet wieder nur der Dip unter die 33.030 gewesen sein. Aber das dürfte aber dann trotzdem auch nicht einfach am Stück nach oben komplett abhauen, sondern müsste dann eigentlich auch schon irgendwie in zwei Etappen dann eigentlich wiederum kommen, nicht nur in einer. Aber erstmal sind wir jetzt hier, ne, im Aufwärtswind. Da kann man auch, also wenn man sowas halt sieht, dann kann man auch sagen, gut, lass den doch erstmal krabbeln und sobald er wieder runterkommt und von oben anfängt, wieder neue Tiefs zu machen, dann gehe ich rein, statt hier direkt dagegen zu halten. Ne? Kann man natürlich genauso gut. Das heißt sowieso, also wenn hier nachher, wenn jetzt dieses kleine Hoch als Beispiel raus ist und wir kommen dann nachher nochmal da unten hin, dann sollte der eigentlich unten auch durchrauschen, ne? Und dann eben genau dann halt erstmal das voll machen, was halt hier im M15 Trend noch fehlt, ne? Nämlich die 958 an der Stelle, also einfach bis hier unten hin. Ne? So, das heißt noch ein bisschen tiefer, ich kann es mir hier kurz zusammenschieben. Also in dem 960, so diese Strecke, das müsste eigentlich nur warme Luft sein. Und sonst irgendwie nicht unbedingt. Ich kann ja mal gucken, ob man im Profil irgendwas sieht, aber da müsste ich jetzt hier ein bisschen zu weit das Bild aufziehen. Das mache ich jetzt gerade mal nicht. So. Aber der Markt, also generell, ich finde es ziemlich schwach, also von der Bewegung her, weil was jetzt hier so passiert, das hätte ich vielleicht zu normalen Handelszeiten irgendwie mal gehandelt. Mal kurz einfach das Hoch von der letzten 5-Minuten-Kerze für ein paar Pünktchen kann man mal machen. Ja, und dann hier wieder raus. Aber bei den NFPs. Irgendwie, aber es sind doch NFPs, oder? Haben die es wegen Feiertag irgendwie? Und wir sind nur eine Woche zu früh an. Die hat aus Versehen einer versehentlich auf den Knopf gedrückt. Gibt es ja auch. Also von daher, ja, da kommt ja wirklich nach oben kein schöner Rücklauf. Oh, das lasse ich den da unten drin. Das ist alles so unfertig irgendwie, finde ich, vom Rücklauf. Ne? Also ich lasse den jetzt mal drin. Aber so wirklich schön finde ich das ist gar nicht. Ne? Also der hätte schon irgendwie bisschen höher irgendwie ansetzen können. Aber wie gesagt, ich will ja auch ohnehin nur bis hier unten hin und hier. Also ein bisschen höher. Naja, okay, hat er halt nicht gemacht, soll ich jetzt hier rumjammern. Aber trotzdem, das würde ich den halt mal versuchen, dann im Zweifelsfall dann halt eben auch dann ein bisschen länger zu skalieren. Mal gucken, ob das gelingt. Weil das hier ist ja schon fast irgendwie ein normales Gekrabbel vorbörslich, aber das hat ja mit irgendwie mit der Situation irgendwie so gar nichts zu tun. Also mit den News jetzt halt, ne? Also irgendwie von der Bewegung. Ja, ist natürlich super hier, ne? Ganz genau, irgendwie tief abgeholt. So, also hier Break-Even Safe stelle ich mal auf 25. Das heißt, falls wir irgendwie einmal kurz darunter spucken, dass ich dann halt sofort dann auch drin bin oder ich mache den mal noch ein bisschen enger kommen.
15, das reicht auch. Das heißt, sobald die Position 15 Punkte vorne liegt, zieht der Stop-Loss dann gleich hinterher. So, 14 waren es jetzt gerade. Einer geht noch. Ach, was ist denn das für ein Markt, ey? Komm, ich ziehe manuell. Das ist. Weil das ist so ein Markt, wo ich so denke, ey, jede Sekunde fliegt mir das Ding hier um die Ohren. Ne? So, jetzt hat er ihn halt hier an die richtige Stelle gezogen. Aber es geht nichts vorwärts, ne? Das ist unglaublich. Also der wird schon bis hier runterkommen, ne? Da bin ich mir schon relativ sicher. Aber halt dieses Hin und Her, der könnte jetzt einfach mal eine lange machen, dann wäre es doch auch gut. Das muss das immer so ein Geeiere sein. Aber welcome to reality, ne? Wahrscheinlich dann so, dass ich hier einmal genau abgeholt werde und dann springt er runter. Kann natürlich auch sein. Oder wenn ich sage, ich löse jetzt auf, ich habe keine Lust mehr, dann fällt er auch. Das ist auch immer so ein ziemlich guter Trigger für den Markt. Das finde ich immer ganz total super. So, wo die herkommt, weiß ich nicht. Irgend so eine Skype-Linie, die wird. So, ne? Gut. Ja. Ein paar mehr wären es gewesen, aber. Okay. Also ich gucke mir das hier jetzt auch irgendwie nicht mehr so lange an. Ne? Also das hier, mal gucken, was war denn, ob ich das nochmal finde. Ne? Weil generell stimmt es schon so. Also ich glaube auch, wie gesagt, immer noch nicht, dass der von hier aus raufzieht, sondern wir werden dann noch ein neues Tief kriegen, nur irgendwie in dem Tempo. Jesus Maria. Das ist so ein bisschen traurig. Aber so what, so ist es halt. So, also ich da gucken 988, ja, keine Ahnung, das ist eine uralte Linie, die hat es ja eigentlich nur hin verirrt. Eigentlich kann man die auch genauso gut wegmachen. Theoretisch. Keine Ahnung, wo die noch herkommt. Ist auch nicht so wichtig. So, wir gucken mal rüber auf den DAX. Vielleicht erzählt der uns ja was, was wir hier noch nicht kennen. Ich mache jetzt hier aber auch die Positionen da mal weg. So, 18 Punkte waren es dann jetzt in Summe. Ne? Hier oben, oh, da ist auch noch einer. Kann einfach mal alle wegmachen. So, da oben an ist 16, genau, plus die 2, also 18 Punkte. Ja, okay. Hätte besser sein können. Ne? Ich hätte, naja, egal. Also, aber es ist ja auch immer wichtig irgendwie, dass man halt auch, dass der Markt ja auch so ein bisschen das macht, was man sagt. Nicht unbedingt, dass man jeden Punkt von dem Gesagten dann auch mitnimmt, weil dann wird man auch schnell irgendwie rechthaberisch und dann wird es dann halt auch gefährlich. So, von daher, insgesamt passt das. Ein, der hier, das wäre natürlich, das war der Entry, den ich beschrieben habe. Nur nochmal kurz zum Abgleich. Da nicht in der Farbe natürlich, sondern der wäre natürlich hier gewesen in Rot. Da war der ursprüngliche Entry. Und den habe ich zu früh weggenommen, beziehungsweise ich dachte, er geht nicht am Stück durch und wollte ihn eigentlich einen zweiten Anlauf, aber wie man sieht, das wäre schon durchaus mehr gewesen. Aber okay. So, ich gehe mal rüber auf den DAX. Was gibt es denn hier? So, der hat sich auch nur ein bisschen 527, 488, der hat sich fast gar nicht bewegt. Aber. Ja gut, es sind natürlich auch US-News. Warum sollte er sich mehr bewegen als der Dow, wenn irgendwelche US-Arbeitsmarktdaten kommen? Das ist zumindest eine Logik, die kann man sich da halt dann ableiten. Aber was man halt eben, wie ich immer finde, nicht kann, ist halt irgendwie eine Logik in der Richtung. Ja. So, also. Das heißt, gucken wir uns die ganze Geschichte hier nochmal an. Also wir haben hier halt hier auch eine relativ ziemliches Hin und Her und hier passiert eigentlich nicht viel an der Stelle. Und von daher gucken wir hier im H1 dann irgendwas sieht. Auch nicht, ne? Einfach nur hier vorher an das letzte Hoch dran gegangen und hier bei der 530, also auch im H1 einfach nur in der Kerze davor bewegt. Das heißt, der hätte jetzt eigentlich auch gute Chancen, das zum Schluss fertig zu machen, kommt aber wahrscheinlich auch nicht weit, würde hier wahrscheinlich dann auch nur auf den Hochs wieder aufsetzen, auf der 468.
Und dann muss man dann halt nochmal sehen, also ob das überhaupt dann halt hier weitergeht oder nicht. Wenn man das Ding jetzt halt mal im Trend halt mal irgendwie auch aufdröselt, kann ich halt hier auch mal kurz zeigen, wie das dann aussehen würde. Also hier einfach mit dem Flux mal kurz eingeblendet. Und dann sieht man, da wäre halt die nächste Stelle wäre halt hier. Ne? Also das heißt, um jetzt zum Beispiel den Longtrend kaputt zu machen, muss er ja gar nicht. Also wir sind ja generell im Aufwärtswind. Der kann natürlich, darf natürlich auf der Unterseite stänkern. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und das halt ausreizen, da wäre halt das Maximum. Die Amis gehen da immer gerne ganz nahe dran. Aber hier sind wir jetzt halt auch, ne? Da sehen wir jetzt 61. Die liegt halt, deswegen funktioniert die auch nicht, weil die liegt halt irgendwo. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme mir von den Fibos halt hier die 61,8, dann wäre das halt genau hier und da ist nichts. So, da ist halt einfach, oder ne? Nicht genug zumindest. Also hier war halt die letzte Clusterung. Ne? Also hier hat sich dann auch Volumen angesammelt, da ist er durch, da ist der Widerstand. Das heißt, da müssen wir eigentlich hin. Ne? Und da spielt die 61 halt einfach nicht gut rein. Also das ist immer so, wo ich mit Fibos so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil die müssen halt schon auch zum Rest irgendwo passen. Und dann wäre es halt eher denkbar, dass wir halt hier die 76 sehen. Dann an der Stelle, die würde jetzt wiederum reinpassen. Das heißt, dort wären wir dann an 14, 6, 5, 5, 4, 5, 5. Die würde halt wesentlich besser passen. Ne? Also halt, da so. Ich habe hier heute irgendwie Klickstress. Keine Ahnung, was da heute los ist. So, und die würde auf jeden Fall da ganz nice reinpassen als kleiner Abpraller, ne, an der Stelle. Das kann man sich mal angucken. Aber bei dem Tempo, das wir halt hier haben, macht das, glaube ich, irgendwie auch jetzt nicht so wahnsinnig Sinn. Da hat sich jetzt irgendwo eine Position einzufangen, würde ich mal so sagen. Weil dafür ist wirklich das alles hier drei Nummern zu dünn, was da passiert. So, und der DAU habe ich ja gesagt, der kann auch hier stressfrei nochmal runter, weil hier bei der 28, bei der 988 ist eigentlich nichts. Ne? Aber ich bin nie ein Fan davon, irgendwie, habe ich hier vorhin gar nicht gesehen, an irgendwie runden Marken zu handeln. Habe ich tatsächlich übersehen, dass hier genau die 33 ist. Aber ja, weil da wird es halt ganz oft irgendwie komisch. Ne? Also das heißt, weil dann halt, weiß der Geier warum, halt plötzlich Positionen da auf einer Stelle da halt irgendwie zusammenkommen, die dann halt ausgerechnet irgendwo an der runden Marke sich halt bewegen. Ne? So, gucken wir hier nochmal Rücklauf kriegen, dann kann man den noch einmal versuchen hier zum Abschluss von der Stunde hin, die natürlich hier stressfrei runter kann. Also der M15, habe ich ja vorhin schon gesagt, der kann auf jeden Fall hier bis zu 960. Das heißt, er könnte hier problemlos ein paar Punkte draufsetzen, täte nicht weh. Würde aber mal gucken, ob hier nicht irgendwie im Orderbuch womöglich gleich was zu sehen ist. Muss mal sehen. 6, 7. So, gucken, vielleicht kriegen wir den ja noch. Vielleicht kriegen wir noch einen hier zum Abschluss. Hoffentlich keinen in die falsche Richtung. Das wären dann drei Trades im Webinar. Das ist ja eigentlich schon fast zu viel und eigentlich bin ich auch hier schon an der Stelle, wo ich eigentlich langsam dicht machen würde. Ja, die ist noch nicht gefüllt wegen Limit Pullback. Ne? Die war jetzt zwar ein bisschen knapp eingestellt, aber Limit Pullback heißt ja immer, falls irgendwie schnelle Bewegung kommt, brauche ich erstmal in meine Richtung nochmal eine Bewegung, damit ich überhaupt in der Geschichte dabei bin. So, die sichere ich auch nochmal ab, weil wir haben jetzt hier Stundenschluss in ein paar Sekunden und ich traue der Sache nicht. Ne? Nicht, dass der hier auf den letzten Drücker einfach hochzieht. Das muss ich jetzt nicht haben. Deswegen sehr, sehr eng, eigentlich zu eng. Aber wir haben hier nur noch 8 Sekunden und bei der Verbindung, die ich hier gerade habe, ist mir da nicht so ganz wohl dabei. Nur den halt zu groß absichern. Gut, das war nochmal ein Punkt. Okay. Gut, vielleicht war das halt auch, vielleicht ist das auch ein Zeichen vom Markt zu sagen, gut, komm, lass das lieber jetzt mal hier, weil da passiert jetzt nicht mehr genug. Nur weil oft haben wir ja auch zu normalen Handelszeiten ja auch schon viel mehr auf das Ende der Stunde hin und beziehungsweise Anfang der nächsten die größte Bewegung und nicht mal da kommt was. Ne? Da hätte ich jetzt schon gedacht, dass wir einmal wenigstens da runterstechen. Aber nö, will er nicht. Ne? Also das Volumen reicht auch nicht aus. Also auch wenn man sich das Orderbuch hier mal anguckt, ne? Das ist leer. Das ist halt einfach komplett tote Hose irgendwie gerade. Und da
Das heißt zwar alleine nichts, ja, also wenn da jemand halt mit ein paar Positionen am Markt unterwegs ist, dann bewegt er den Markt alleine, aber auch das ist nicht der Fall, ne? Sondern es ist halt alles irgendwie ein paar Nummern zu eng, um jetzt hier großartig Gas zu geben. Trotzdem gab es jetzt hier nur einen Bonuspunkt. Das heißt, wir gehen dann insgesamt mit 19 Punkten hier aus dem Webinar dann raus. Das ist doch, komm, ist doch okay. Ne? So, gut. Also, Nelson, wenn du einverstanden bist, dann würde ich an der Stelle dann auch soweit dicht machen. Ich bin ja immer der Freund von 45 Minuten Webinaren und weil sich das einfach immer knackiger anfühlt, wie wenn man eine Stunde irgendwie zieht. Eine Stunde ist immer eine Schulstunde mit einem Lehrer, der übermotiviert ist und wo keiner mehr Lust drauf hat. Deswegen bin ich nämlich immer ein ganz großer Freund davon. Wenn du einverstanden bist. Nein, auf keinen Fall. Was? Was? Also auf keinen Fall. Was, von welchem Broker sind der Fußzeile ersichtlichen Embleme? Weiß nicht, was gemeint ist. Peter, kannst du mal irgendwie, keine Ahnung, was damit gemeint ist, welche Embleme? Also hier unten, das ist ja halt Windows, was man da sieht. Hat ja mit dem Broker nichts zu tun. Na gut, so, dann würde ich an der Stelle mal sagen, hat Spaß gemacht, ne? Hoffe ich doch. Und war ja relativ entspannt. Und oh mein Gott, jetzt Trigger. Achso, hier die 33.030. Ich versuche hier gerade noch ein paar Fragen aufzugreifen. 33.030. Ja, die ist, ne, ich hatte ja halt relativ markant da drin schon vor einiger Zeit die 33.030 und hatte ja auch als Trigger mal gehabt. Ich würde da nicht mehr so genau drauf gucken. Was man ja vorhin gesehen hat, ne, ist halt hier, dass da halt einfach plötzlich macht dann so Bäm, ne? Das heißt, es gibt dann schon noch so ein paar Limits oder Stops, die da drauf liegen scheinbar, ne? Also die hat noch Volumen, aber ich die irgendwo noch als Trigger herzunehmen, von daher, wie jetzt der Markt da als nächstes geht, ich würde es lassen. Ne? Dafür ist die zu oft gehandelt worden, da würde ich irgendwie nicht mehr drauf gucken. Die drei gleichen Embleme. Also hier unten die, das ist doch einfach nur MetaTrader-Symbol. Ne? Okay. Gut. Also, dann sage ich an der Stelle mal nochmal, habe ich zwar gerade schon, ich mache es nochmal. Also war schön, dass ihr dabei wart. Hat auch mit dir wie immer Spaß gemacht, mein lieber Nelson. Und ich wünsche dir und deiner Family, ne, an der Stelle alles Gute. Drück dir die Daumen. Ohne jetzt hier auf Details einzugehen, aber du hast ja vorhin selber angesprochen, wo schon alles online war. Und alles wird gut. Und an den Rest der Runde sage ich, wir sehen uns bestimmt ganz, ganz bald wieder. Ich glaube sogar am Dienstag, ne? Dienstagmorgen sind wir Richtig. hier wieder live. Genau. Gut. Alright. Dann hast du sehr gerne das letzte Wort. Und dem Rest vom Schützenfest wünsche ich ein schönes Wochenende und bis dahin. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Dirk, für das Webinar und natürlich an allen für die Teilnahme. Ich wünsche, ja, Dirk hat eigentlich alles schon gesagt. Wäre schön, wenn Sie Dienstag dann auch wieder mit dabei sind beim Live-Trading 8:45 Uhr. Und ansonsten wünsche ich heute noch ja, einen erfolgreichen Trading-Tag. Ein schönes Wochenende, schöne Pfingsten und bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche, wenn Sie mögen. Also bis dahin, tschüss.